sieht, ich bin's einfach. Zusammen mit Mario die Villa Auditoria erkunden, akzeptieren. Wollen wir doch gleich mal machen. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihren Toten einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Juhu, Geheimnisse suchen. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Oh, das Augensymbol. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Ich hab da was gesehen. Hier sind wir. Casa Deutsche Casa. Und? Was meinst du? Naja. Sehr beeindruckend, Onkel. Nicht. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Okay. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Das ist nett. Oh, und 1995 Florin. Den Schmied besuchen. Juhu, ich gehe zum Schmied. Und mein Onkel Mario ist mir sehr sympathisch und die Stadt auch. Also, ja, was heißt. Ist nicht das Hübscheste, aber ich habe den Anfang von Brotherhood gesehen. So viel gebe ich jetzt zu. Nur den Anfang und wow. Brotherhood. Hammermäßig. Ich freue mich schon auf den März, wenn es für den PC rauskommt. Und ja, ich werde es let's playen. Ich werde es einfach tun und die Stadt gefällt mir auch einfach so, weil es läuft hier eigentlich flüssig und ist schön und ein paar Stiefel und ein Dolch kaufen. Rüstung. Na. Rüstung. Lederstiefel. Gibt Gesundheit und dazu und Widerstand. Ja, nehme ich. Wirklich kaufen. Ja. Gegenstand erhalten. Lederstiefel. Hier. Und zurück. Kleine Waffen. Ein Dolch, 475 Florin, Schaden plus 1, Tempo plus 1 und Schutz plus 2 will ich haben. Soll ich wirklich kaufen? Ja. Gegenstand erhalten. Dolch. Dann muss ich jetzt ein alles Vergnügen, haben. Signore. Kommt bald wieder. So was. Jetzt habe ich ja ganz viel schönes Zeug. Das ist das Schwert. Bist du doof? Das ist der Dolch. Oh, wie er ihn hält. Geil. Ich habe schon wieder eine neue Lieblingswaffe. Wie immer, ihr wisst ja, Dolch ist voll mein Ding und so.
Medizin, Geld, Fäuste, Schwert. Nein, bleib beim Dolch. Weil Dolch. Was muss ich jetzt tun? Wo muss ich jetzt... Guck nicht so blöd, nur weil ich eine Waffe trage. Du bist doch nur neidisch. Bah, was ist das hier eigentlich für ein Siff? Macht mal sauber. Meine Güte. Seid nicht schüchtern, tretet nicht... Medizin kaufen? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, hab ich doch alles. Ist doch voll. Naja, dann nächstes Mal, Amico. Ja, Amico, ich bin dein Freund. So, was muss ich jetzt tun? Ja, ich weiß, wie die Medizinauswahl aussieht. Plus 800 Florin. Toll, fürs Geld ausgeben bekomme ich Geld dafür. Ich habe meine Ausgaben schon so halb wieder drin und boah, ich habe viel Geld. Medizinbeutel erhalten. Ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Wenn ihr keinen Luxus wollt, dreht besser um. Ach, das war Medizin. Dammit. Okay. Hältst du den immer in der Hand dann, oder? Nee, gut. So, und jetzt soll ich wieder zurück in die Villa, oder was? Was ist das? Das ist doch dieses Assassinenzeichen, oder nicht? Erstmal dran rumgriffeln und hochklettern. Warum? Was Schönes. Was haben wir hier? Blumendingens da ohne Blumen. Blumenkübel. However. Oh, da kann man drauf klettern. Da kam man drauf. Mann, no. Werde ich nicht. Du tust dem, was ich sage. Irgendwann. Und wir klettern da jetzt hoch, habe ich gesagt. Weil da ist Aussichtspunkt. Aber bevor Aussichtspunkt, habe ich doch eben noch was gesehen. Hehe. Und zwar bin ich dafür schon zu hoch. So. Glyphen. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? Jo. 64 Quadrate. Gott. Ui. Wie riechend ist. Ah. Ah, das Bild kenne ich doch. Ja, 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 klar. Ey. Ich meine, das Bild kennt jeder. Aber ich kann euch gerade nicht sagen. König Elisabeth von England, 1559, wusste ich natürlich. ID Eden Splitter 2, Apfel, ja, Alter. Da, Apfel. Ach, man muss mehrere machen. Das ist cool. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Napoleon. Ja, natürlich. Das sieht man in der Mitte ja schon. Der Bauch. Napoleon. Kaiser Napoleon, erste von Frankreich, 1812. Edensplitter 1, Apfel. Da hat er einen Apfel drin. Das war alles gar kein Zufall. Der hatte einen Edensplitter. Ich mag ja nur nichts Falsches sagen, so an sich, ne? Ja, so ist richtig. So ist nicht so richtig, so ist richtig. Und weiter. Das Rätsel knacken wir jetzt. Wer auch immer das ist. Wie ich in Geschichte einfach doch nicht so gut aufgepasst habe. Los, los. George Washington, Vereinigte Staaten 1781. Und auch er hat einen Edensplitter da in seiner Weste. Hatten die alle gar nicht wirklich so einen Einfluss? Lag das am Edensplitter? Ist das eine Verschwörung von Assassin's Creed gegen die Menschheit? Ist das zu ernst zu nehmen? Man munkelt. Puh. Ist auf jeden Fall komisch. Für alles werden die Edensplitter verantwortlich gemacht. Drücken, um Passcode einzugeben. Datei freigegeben. Ja, das war unheimlich viel. Ja, ja, ja. Ich mag das schaffen. Hallo, ich bin... Hatten wir schon. Um was geht es hier? Kern und Reif. Das ist... Reif. Auch Reif. Reif?
Elf? Reif? Nein. 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 Ich bin überzeugt, dass die ersten richtig sind. Und sie waren auch richtig. Juhu! Hallo? Ding. Passcode gefunden. Drücken, um Passcode einzugeben. Sehr gut. Wir haben was geschafft. Ich bin doch nicht unnütz. Alle abspielen. Alle abspielen? Alle abspielen. Okay, man sieht so unendlich viel. Ist ja auch egal, wir mögen erstmal weitermachen, weil ich hänge hier immer noch. Ezio, wird das nicht langsam unbequem? Nein, nein, nein. Ah, ich bin doch ein Idiot. Ich wollte doch noch den Aussichtspunkt haben. Ha, ha, ha. Oh, wie schön flüssig läuft das denn gerade? Was ist los? Ist ja auch nicht so wichtig. Ich freue mich. Oh ja, und wie? Und wie? Und hier muss der Aussichtspunkt sein. Synchronisieren. Wow. Wow, wow. Eistee, Pause. Okay, Karte aktualisiert. Ich habe mir die Aussichtspunkte in Florenz gar nicht geholt. Ich bin ja so erbärmlich. Egal. Upload. So, Todessprung. Ha, ha, ha. Und Heu fällt von mir runter und... Ja. Hier Ezio vor Villa und so. Und ich mache hier eben eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann gleich hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Kuschelguppi. Haut rein.